Dritte Liga, der 19. Spieltag, Spitzenspiel in Heidenheim. FC Heidenheim gegen den SV Sandhausen 2:1, Halbzeit 1:0. Die Torfolge 1:0, Andreas Spann, 39. Spielminute, 2:0, Bastian Heidenfelder, 70. Spielminute, 2:1, Aytürk Öztürk in der 82. Spielminute. Ottmar Schork, der SV Sandhausen, nach 10 Spielen die erste Niederlage, so im Nachhinein betrachtet. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir waren leider von Anfang an heute nicht so präsent wie in der Vergangenheit. Und folgerichtig hat Heidenheim nicht nur das Spiel gemacht, sondern ist auch zu hochkarätigen Torchancen gekommen. Und letztendlich hat die Mannschaft auch verdient 1:0 in der Halbzeit. Wir haben uns zwar in der zweiten Halbzeit aufgebäumt, hatten jedoch aber immer wieder offene Situationen im Abwehrbereich, sodass dadurch das 2:0 fiel. Und der Anschlusstreffer durch den Elfmeter, beziehungsweise im Nachschuss durch Öztürk, brachte uns nochmals ins Spiel. Und sicherlich waren die letzten Minuten turbulent, wo auch durchaus der Ausgleich hätte fallen können. Aber unterm Strich stand eine verdiente 1:2-Niederlage in Heidenheim. Wie hast du das gesehen mit dem Tor? Da gab es ja die Diskussion. War der hinter der Linie? Der war eindeutig hinter der Linie. Und Manuel Gräfe, der Bundesliga-Schiri, hat eine gute Leistung abgeliefert. Und an ihm lag es sicherlich nicht, dass wir heute das Spiel verloren haben. Komischerweise, es hängt nicht immer alles an einem Spieler, aber wenn Christian Gliebo nicht spielt, hat der SV Sandhausen verloren. Ja gut, von der Statistik her ist es sicherlich richtig und man muss auch sagen, dass Christian Gliebo uns gefehlt hat. Aber auch mit Christian haben wir in Oberhausen ja auch verloren. Und letztendlich ist es aber so, dass wir uns die Niederlage unabhängig auch von Christian selbst zugeschrieben hatten, weil wir einfach von Anfang an nicht so präsent und so aggressiv im Spiel waren, wie wir es eigentlich hätte tun müssen. Besonders tragisch natürlich, dass der Mitkonkurrent eben Regensburg am zweiten Tabellenplatz eben in der Nachspielzeit das Tor gemacht hat. Also das sind uns weniger, weil wir nicht auf die Konkurrenz schauen, sondern immer auf unsere eigene Leistung. Und da haben wir heute auch den Hebel anzusetzen. Wie gesagt, die erste Halbzeit war sehr dünn, war zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aufgebeugt, haben auch phasenweise gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt. Und da gilt es auch wieder anzuknüpfen und wir müssen jetzt schnellstmöglich sehen, dass wir uns auf die nächste Woche konzentrieren, auf das Heimspiel gegen Kickers Offenbach, dass wir da ganz einfach wieder unsere Leistungen abrufen, so wie das in der Vergangenheit auch der Fall war. 6.200 Zuschauer sahen die Begegnung FC Heidenheim SV Sandhausen 2:1. Internet. Radio for you. Dein Sender. Top-Spiele, Top-Songs. InvoBau. Ihr Partner von Anfang an. InvoBau. Der Kunde und seine Wünsche stehen an erster Stelle. InvoBau. Über 3000 erfolgreich und pünktlich fertiggestellte Wohn- und Gewerbeeinheiten sind Garant für InvoBau. Sandhausen. www.invo-bau.de.